Willkommen zum wahrscheinlich Finalpart von Miitopia. Wir sind hier, in der Anderswelt, zu Hause bei dem dunkleren Fürsten Iwata. Domäne des Dunkelsten. Hier ist er also. Boah, das sieht richtig schick aus. Richtig cool. Auf so einer fliegenden Plattform. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe mich zuletzt fast zu Tode gelangweilt. Lass den großen Weisen in Ruhe. Gib uns die Vater zurück. Du willst den großen Weisen zurück? Dann komm und hol ihn dir! Was macht er denn jetzt? Der nimmt die ganze Kraft. Ich bestimme Musik. Hä? Eine Hand! Noch eine! Oh oh, ich weiß, wo das hinführt. Das ist dann wahrscheinlich sein Kopf. In so einer Insignienform. Oder? Doch. Oh oh. Die Sonne, Iwata! Er strahlt so vor Bösem. Oh Gott. Dunklerer Fürst, Iwata. Schnuckelig, meine neue Form, oder? Spürst du diese unbändige, überwältigende Kraft? Dann ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Oh je, yeah. Was mache ich eigentlich hier? Halt ein! Der dunklere Fürst Iwata ist zu stark! Bekämpf ihn nicht ohne alle 10 Mitglieder deines Teams! Wait, what? Ich habe extra ein Team gebaut und dann... Okay. Okay, wir besiegen nun Iwata mit unserem Team. Mike. Maike, eine beste Freundin. Danny, der Bruder. Achso, warte. Hä? Wieso kann ich denn jetzt nur 3 wählen? Wähle 3, die gegen die Linke. Achso, 3 gegen die Linke haben kämpfen sollen. Okay, Maike, beste Freundin. Danny, der Bruder. Freddy, der Horrorcharakter, der alle zum Gruseln bringt. Dann für die rechte Hand. Jesus! Für die. Ja, also er ist halt ein weiser Mann. Miku! Für die tollen Songs. Igitt! Für all die Erfindungen. Und die letzten 4 kämpfen gegen den Körper. Ach, hätte ich das gewusst! Okay, warte, Moment. Mach kurz noch den schönen Text für die anderen, ja? Girlfriend. Mit ihrer Teufelsstärke. Und teilweise auch Kraft ihres Freundes. Young Mike, der aus irgendeiner Grund in dieser Zeitzone gelangt ist. Ja, ist halt der jüngere ich. Und Bunny. Die Hübsche, die empfindliche, die unter anderem stärkste, theoretisch. So, gegen die linke Hand kann Danny, Freddy und Jesus kämpfen. Na wohl, Moment, machen wir es so, nee, warte, machen wir es so, genau. Ihr 3 kämpft gegen die linke Hand. So, Jesus, Miku und Young Mike kämpfen dann gegen die rechte Hand. Die restlichen 4, wir kämpfen gegen den Körper. Let's go! Ich hab's versucht, episch zu machen, okay? Ich meine, es ist episch. Wir schaffen das!
Rah! Okay, alles klar, wir kämpfen erstmal mit denen. Iwatas linke Hand. Zumindest nicht seine rechte. Sondern nur sein Ha! Seine linke. Mit Münzen greift er an. Oh oh. Hä, wo. Okay, wo stehen wir da? Bam. Kann ich den Status vom Gegner sehen? Ja, kann ich sogar. Gegnerstatus. Kann ich vielleicht sehen. Okay, fast die Hälfte weg. Ach, das kriegen wir locker hin. Ich brauche keine Gedanken machen. Ich hab so ein Vertrauen auf mein Team. Die kriegen das hin. Ohne meinen Einwand sogar kriegen die das hin. Oh Gott, die ganzen Spielmützen. Bam, 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 bam. Oh Gott, ist das episch. Ich kann nicht so viel erzählen. Ich möchte die Musik einfach genießen mit dieser Atmosphäre. Oh oh. Genau deshalb habe ich hier einen Heiler hinzugetan. Zu jedem Team, damit jeder einen NPC hat, der heilen kann. Hier in dem Fall Freddy. Danny und Girlfriend kämpfen. Und damit ist die linke Hand besiegt. Gut gemacht, Team. Gut gemacht. Ich bin so nervös. Ihr macht ruhig, das wird schon. Alles klar. Los geht's. Und nun? Iwatas rechte Hand. Aber er hat irgendwas in seiner Hand. Was ist denn das? Ein Stab? Zauberstab? Wenn wir den loswerden, das ist bestimmt einfacher. So, ich habe hier einmal Jesus für den Heal. Miku für den Push. Also, basically auch GF. Und dann Young Mike, wie bei Freddy. Nicht Freddy, Danny für den richtigen Attack. Ja. Die kriegen das schon hin. Ich habe Vertrauen. Und das ist das Wichtigste bei einer Freundschaft. Oder bei einem Team vor allem. Dass wir uns gegenseitig vertrauen. Das macht ein starkes Team aus. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, nein, 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 nein. Schutz, das ist nicht gut. Da muss ich schon helfen, weil das ist unfair. Aber ich wusste, dass das nochmal irgendwann von Nutzen sein wird, dieser Schutzstreuer. Aua. So, wie viel brauchen die noch? Oh, mehr als die Hälfte ist weg. Nice. Ach, ich bin so stolz auf mein Team. Oh oh. Miku, alles okay? Neue Technik. Giga-Heilung. Giga-Heilung. Vielen, vielen Dank. Ha. Boom, boom, boom. Oh oh, schon wieder. Oh oh, schon wieder. Ich werde die ganzen Streuer verschwenden. Den können wir bestimmt noch gleich gebrauchen. Deshalb hoffe ich, dass die den jetzt down kriegen, ohne dass wir es gebrauchen können. Nein. Oh oh, oh oh. Ja, das war's. Amen, Bruder. Nice. Der alles entscheidende Kampf steht also an. Gewonnen. Der Rest kann sich erledigen. Hä? Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet, was? Jetzt lernt ihr die wahre dunkle Ressourcen kennen. Und zwar so richtig. Nein! Not again! Der Kraft 6 unserer Freunde ist ja ziemlich stark. Alter, was macht der da für krasse Formen? Richtig episch hier. Endlich ist es soweit. Unser letzter Kampf.
Nur eines zählt. Wir müssen gewinnen. Let's go. Dunkelster Fürst Iwata. Ach, jetzt ist es kein dunklerer Fürst, es ist der dunkelste. Ich wusste es. Und er tanzt schön rum. Oh, du bist sie. Hotte Hü. Muss sein. Eine ordentliche Portion Liebe müssen wir ihm andrehen. Da ist er. Donnerkeil. Nice. Mhm. Bam. Neue Technik. Voll ins Auge. 170 Damage. Was? Rief einen Schergen? What? Danny-Münze! Noch einmal. What? Miku! Warum hat Miku keine Haare? What the heck? Warum hat Miku keine Haare? Ich muss einen MP-Bonbon essen. Egal. Impuls. Auf die Münzen. Aua. Parfüm. Doppeli. Zack, zack. Nice. Wir haben Miku befreit. Oh, oh. Noch einer kommt. Jesus, ohne Haare. Denn die, glaube ich, auch keine Haare, oder? Das sind so weird. Oh. Yay. Klare Freunde. Schön. So. Und jetzt spaß ich nicht mehr herum. Giga Blitz! Danny befreit. Bam. Komm, die Jesus Münze muss jetzt auch down. Oh, noch einer. Girlfriend! Girlfriend Ei! Mist. Sollte ein paar Streuer benutzen. Oh, Bunny! Bunny! Wir heilen mal kurz alle. Dann kann doch sich jeder aufs Angreifen konzentrieren. Boah, ich muss so viel drücken. Die anderen haben nicht so viel wie ich. Aber das macht sie definitiv nicht schlechter. Das heißt nur, dass sie trotzdem stark sind. Ja! Mega-Explosion! Bam! Beide Münzen gerettet. Jetzt fehlen, glaube ich, nur noch so zwei Begleiter oder so. Der wird jetzt wahrscheinlich auch noch holen. Zack, richtig wieder mit. Nun ist der Moment da! What? What? Oh, er hat den Sterneffekt! Ich bin dann besiegt, war. What? Nein! Er hat die Ruhezone. Streuer. Nein! Nein, die geht! Nein! Was war das denn für eine Attacke? Mist! Er ist fast tot! Er ist fast tot! Mega! Feuer! Bam! Er überhitzt! Und! Wer hat's erkannt? Wir haben Iwata befreit. Doch der Fluch existiert immer noch. Oh nein, er hat's aber nicht auf mich abgesehen, oder? Der Fluch. Oh, oh. Nein! Diesmal nicht. Nimm das hier. Hör zu, dunkler Fluch. Versuch gar nicht erst, dich zu bewegen. Es wird nicht gehen. Nein. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast.
Nun würde ich dir gerne was erzählen. Es geht darum, wie der dunkle Fluch entstand. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Sie beginnt mit einem ganz normalen Sterblichen. Dieser Sterbliche war sehr traurig und einsam. Warum nimmt mich niemand wahr? Hallo, bin ich unsichtbar? Es liegt wohl an meinem Gesicht. Es ist langweilig. Ich hasse mein Gesicht. Und er warf es weg. Wie ein Stück Papier, ein Papierkorb. Aber wie konnte er ohne Gesicht weiterhin existieren? Es dauerte nicht lang, da verschwand auch der Körper. Zurück blieb eine Seele voller Hass, Boshaftigkeit und Neid. Der Schatten dieser Seele wurde zum dunklen Fluch. Somit stellt sich jetzt die Frage, Mike. Was sollen wir mit dem dunklen Fluch tun? Oh! Gibt es zwei Endings? Okay, lass uns überlegen, bevor wir jetzt irgendwas drücken. Wir können den Fluch brechen, wir haben jetzt die Backstory gehört. Wir wissen seinen Grund. Er klaut die ganzen Gesichter, weil alle sein Gesicht langweilig fanden. Er war nicht ansprechbar für die anderen, weil sein Gesicht zu langweilig war, laut ihm. Also, schon ein bisschen albern der Grund, aber wahrscheinlich meinen die eher so, er ist hässlich, ja. Wenn er hässlich ist, dann sollen alle anderen auch hässlich sein. Alle sollen kein Gesicht mehr haben. Das ist eine Lösung. Nicht wirklich schlau von ihm. Weiß nicht, ob das Sympathie wirklich aufbaut, aber es ist schon traurig, dass er so traurig halt ist. Also wir können entweder den Fluch brechen, heißt, wir zerstören ihn und sowas wird nie wieder passieren, wie ein Abenteuer wie Miitopia. Oder wir retten ihn. Problem ist, wenn wir ihn retten, er hat nichts gelernt. Oder? Hat er was gelernt? Wie retten wir ihn? Können wir ihm helfen, wenn wir ihn retten, oder wird das nur alles schlimmer machen? Wir können ihn mehr oder weniger umbringen. Ich meine, er hat so viel Chaos gemacht. Oder wir lassen ihn wirklich am Leben, wir retten ihn. Aber was heißt retten? Da steht schon retten und nicht flüchten lassen oder was auch immer. Wir retten ihn. Das könnte was Gutes sein. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich bin am Überlegen. Aber ganz ehrlich, der hat zwar vieles Böses getan, aber Miitopia war wirklich ein schönes Abenteuer. Das nochmal zu machen, hätte ich nichts gegen. Also, ich würde so sagen, wir retten ihn. Aber wenn wir sehen, dass es nichts gebracht hat, dann würde ich, wenn wir ihn das nächste Mal fangen, den Fluch brechen. Also, wir geben ihm eine weitere Chance. Ich weiß zwar nicht, wie viel dunkler man sein kann nach dem dunkelsten Mal, aber ich möchte nett sein. Ja, mein Charakter kann ja auch entscheiden, ne? Und er hat die Persönlichkeit nett. Und deshalb werden wir ihn retten. Es könnte nach hinten losgehen, aber was soll's. Hat Spaß gemacht. Du bist sehr gütig. Das zeigt sich immer wieder. Dann musst du ihm ein Gesicht geben. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Absolut nicht. Dunkler Fluch. Verfluchte Kreatur, die sich ihr eigenes Gesicht hinfortwünschte. Das wird, lustig. Was ist los? Wie? Mein Gesicht.
Du hast mich gerettet? Mhm. Ja, vielen Dank. Um den Rest kann ich mich kümmern. Bitte überlass das mir. Dieser Kerl hier soll mit mir reisen und seine Missetaten wieder gut machen. Also dann, Mike. Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Vielen Dank für alles. Marvel hat ihn erkannt. Ho, 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 ho. Gut gemacht, Mike. Die Monster werden jetzt verschwinden. Alle geklauten Gesichter werden ihren Besitzern zurückgegeben. Du hast Miitopia gerettet. Nicht alleine. Ohne mein Team hätte ich das niemals schaffen können. Mein Team von unglaublichen Leuten und einem Pferd. Screenshot. Nice. Mike und Co., ihr seid die Retter von Miitopia. Ich bin euch zutiefst zu Dank verpflichtet. Nice. Alle Gesichter sind nun wieder an dem richtigen Ort. Und so kehrten Ruhe und Frieden nach Miitopia zurück. Glückwunsch! Es spielten... Cobra als den König. Papyrus, Sans und die beiden aus Daft Punk als die Soldaten. Noch mache ich nicht die Credits, erstmal möchte ich alles cool vorlesen. Jawohl. War Luigi und Prinzessin Luigi heiraten. Neue Fanfiction incoming. No. Ja, also Miitopia. Ja, das war Miitopia. Ein sehr interessantes RPG. Es gab wirklich noch nie ein RPG, das so war wie Miitopia. Und das war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Oh, ihr beide seid nun Freunde. Cool. Ja, was soll ich zum Spiel sagen? Also, ich kann es für den Preis von ungefähr 50 Euro oder so auf der Switch. Kann ich nur empfehlen, das macht wirklich Spaß. Es dauert ungefähr so lange wie jedes andere RPG eigentlich auch. Mehr oder weniger. Also da kann man sich von der Länge überhaupt nicht beschweren. Ja, die drei. Die Feen. Ich bin nicht gut mit Punktzahlen. Ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr andere Let's Plays von mir geschaut habt. Oh, komm mal, die. Und das ist wieder normal. Kann er wieder Minecraft-Videos machen. Also der alte natürlich. Schön. Aber wenn ich eine Punktzahl geben müsste, es wäre definitiv irgendwo zwischen 7 und 9. Irgendwo dazwischen, auf jeden Fall. Also eine 7, glaube ich. 7 oder 8 würde ich sagen. Eins von den beiden, glaube ich, passt ziemlich gut. Wiedergeborener Let's Play Markus. Er war in Wahrheit die Seele. Ja, und das war Miitopia. Und natürlich darf Mario 64 nicht fehlen für das Foto. Klick, klick. Oh, das ist noch ein viel besseres Foto als das andere. Miitopia. War nicht runterfallen? Noch sind wir nicht durch. Ah, das ist jetzt gespeichertes Foto. Sonst muss ich es später screenshoten. Egal. Aber das Abenteuer ist noch nicht zu Ende, Leute. Es gibt noch die Afterstory. Neue Reisende sind in weit gereist eingetroffen. Singende Köchin Marley. Gourmet-Magierin Luna. Fesche Fee Soldo. Und die drei scheinen Hilfe zu benötigen. Vielleicht ändern die sich auch noch. Weiß ich nicht. Ich soll mal eben weit gereist vorbeischauen. Alles klar. Weiter geht's dann. Demnächst. Ich hoffe, es hat gefallen.
Seid dabei für zukünftige Let's Plays wie diese. Bis dann! Haut rein!